Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist soweit, die Fortsetzung folgt. Und zwar, ich werde jetzt von dem C63 AMG, unser Dubai-Patient. Also die Wirtschaft im Autohandel verändert sich dermaßen brutal und eben diese Betrügereiversuche, die nehmen so exorbitant zu. Der eigentlich von Bremen zu uns nach Österreich und nach Ankauf eigentlich perfekt gefahren ist, über 1200 Kilometer und dann eigentlich in meinen Händen irgendwie auf einmal angefangen hat, hier Zündaussetzer zu machen. Gut, ich warte auf Sie und werde dir ins Auge spucken. Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Ihr habt im letzten Video gesehen, Cut habe ich schon getauscht auf der rechten Seite, Lambda-Sonden habe ich getauscht, Auslassnockenwelle habe ich getauscht, den Nockenwellenversteller habe ich getauscht, Zündspulen habe ich getauscht, Zündkerzen habe ich getauscht und ich wollte die ganze Zeit vermeiden, vielleicht auch ein bisschen zu faul, aber das Saugrohr muss raus und ich muss einfach gucken, was da los ist. Vielleicht stimmt da was mit dem Drallklappen nicht. Ich habe auf jeden Fall immer wunderschöne Zündaussetzer auf Bank 1. Solltet ihr da irgendwelche Erfahrungen oder Tipps haben, freue ich mich natürlich über jedes Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem neuen Video. Und hier möchte ich jetzt erstmal mit einem anderen Thema beginnen. Und zwar, ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach G-Klassen. Und ein Kollege von mir, eigentlich ein ganz netter Typ aus der Community, hat mir hier mal wieder einen Link geschickt und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, nimm doch mal Kontakt mit denjenigen auf, mal schauen, ob das ein seriöses Angebot ist. Und dann hat er gedacht, ja, dann nehme ich mal Kontakt auf, weil, wie ihr wisst, ich suche ja nach wie vor G-Klassen bezüglich Ankauf, damit wir die weiterhin umbauen können. Und ja, da ist eben ein netter Kollege aus der Community und der hat dann folgende Nachricht geschickt. Wo steht dann das Auto? Dann kommt zurück Eisenach. Wenn Sie möchten, können wir einen Termin für Dienstag von 10 bis 16 Uhr vereinbaren. Um den Termin vereinbaren zu können, müssen wir die Reservierung für Sie bestätigen. Zur Bestätigung der Reservierung ist eine Anzahlung von 25% des Gesamtbetrags erforderlich, damit wir andere Käufer ablehnen können. Wenn Sie den Termin in unserem Büro annehmen, senden wir Ihnen eine Rechnung und wir bestätigen die Reservierung und den Termin. Wenn Sie eine Lieferung wünschen, verlangen wir außerdem eine Anzahlung von 25%. Um mit der Lieferung zu beginnen. Nach Beginn der Lieferung ist der Restbetrag von 75% zu zahlen. Wenn Sie die Lieferung annehmen, senden wir Ihnen eine Rechnung und wir bestätigen die Reservierung und die Lieferung. Die Lieferung innerhalb Deutschlands dauert maximal 2 Tage. Was meinen Sie? Kommt doch noch so gemütlich mit Fragezeichen hinterher und dann schreibt eben ein Kollege, gib deinen Ausweis. Und dann schreibt der andere zurück, für was? Und dann für die Polizei. Du hast ein Problem oder was? Komm zu unserem Büro. Okay. Wo ist dein Büro? Gut, ich warte auf Sie und werde dir ins Auge spucken. Und mein Kollege halt cool, wie er ist, schick Adresse. Leute, ich sag's euch, der Betrug geht nonstop weiter. Und ich möchte euch noch einen anderen Fall kurz zeigen. Also, hier die nächste Variante. Und zwar, das finde ich sogar noch dreister. Hier ist es wirklich so, die lassen sich wirklich alles einfallen. Und zwar, ich habe am Montag ein WhatsApp auf einmal zu meiner Handynummer bekommen und dann fangen die hier oder jemand fängt halt an mit mir zu schreiben, Deutsch oder Englisch, Unfall Mercedes, G63 AMG, Erstzulassung, sensationelle 9216 mit 162.000 gelaufen und fester Preis 19.000 Euro. Adessa GmbH, Gewerbepark, super Adresse dabei, aber keine Telefonnummer. Dann schreibe ich zurück, hört sich gut an, bitte ein paar Fotos schicken und Fotos von den deutschen Dokumenten. Ist die Mehrwertsteuer ausweisbar? Dann kommt zurück, hallo, mein Name ist Oleg Kühltau und ich arbeite in dieser Firma. Allein schon in dieser Redewendung, ich arbeite in dieser Firma Adessa GmbH. Da bin ich schon stutzig geworden. Ich mache derzeit andere Verkäufe im Park, da wir heute über 20 Kunden hier haben, die ihre Verkäufe abschließen müssen. Wenn Sie weitere Details und zusätzliche Bilder wünschen, schicken Sie mir doch bitte E-Mail-Adresse. Da
wir Sie auf dem Computer und nicht auf dem Telefon haben. Bitte notieren Sie sich die E-Mail-Adresse, damit wir Ihnen alle Fahrzeugbilder mit beschädigten Teilen, Dokumenten und so weiter zukommen lassen können. Alles klar, dann schreibe ich hier meine E-Mail-Adresse. Bitte überprüfen Sie in ein paar Minuten, das kam dann gleich zurück, auch den Junk-Bereich und so weiter. Und wir werden Ihnen anschließend antworten und so weiter und so fort. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Ich habe tatsächlich hier ein E-Mail bekommen. Das sah dann so aus mit zig Anhängen. Lasst euch mal die Bilder ein bisschen hier wirken und ich bin auch gleich zurück. Penny skirt on, my body in glitter. Pop, pop, form sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Penny skirt on, my body in glitter. Pop, pop, form sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Penny skirt on. Cause I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Ja, ihr habt das Auto jetzt gesehen, ist natürlich ordentlich bepflückt, aber es ist so 19.000 Euro für das, was da zu sehen war, eigentlich erstmal gar nicht so ein schlechter Deal, beziehungsweise nicht uninteressant. Und im ersten Moment denkt man nicht immer nur an Betrug, ja. Und ich habe halt dann zurückgeschrieben, weil es mich wirklich interessiert, wir würden am 28.06. persönlich kommen und vor Ort bezahlen. Warum kann man das Fahrzeug nicht gleich abholen? Liebe Grüße, Plutonium Cars. Und dann schreiben die zurück, wir haben Ihnen einige Details geschrieben, damit Sie lesen können, damit Sie wissen. Also da wusste ich schon wieder, das ist schon wieder irgendeine faule Scheiße. Das kann es doch gar nicht sein. Zweimal in einer Woche. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das normal ist. Zweimal in einer Woche geht das so ab. Ich lese weiter, damit Sie wissen, wann das Auto verfügbar ist. Wenn Sie glauben, dass wir noch einmal Zeit haben, Ihnen die gleichen Details zu schreiben, die Sie bereits kennen und in der Sie haben Ihre, Wahnsinn, und in der Sie haben Ihre E-Mail. Bitte verschwenden Sie meine Zeit nicht immer wieder, also immer wieder, ja, weil wir so oft gesprochen haben, ne? Und verschwenden Sie meine Zeit nicht immer wieder mit den gleichen Fragen, da wir dafür keine Zeit haben. Das Auto wird ab dem 28.06.23 mit allen Unterlagen zur Zulassung und zwei Schlüsseln, also zur Zulassung, meine, was soll der Scheiß, und zwei Schlüsseln bei Adesa GmbH Gewerbepark 2 in Uhrensollen aus der Bankleasing hier sein. Bitte lassen Sie uns keine Zeit verlieren, da wir Ihnen eine zugesandt haben, E-Mail, also schreckliches Deutsch, und wir sehen, dass Sie es nicht lesen. Also da war schon wieder total klar, hier kann sich's nur wieder um einen Scheißbetrug handeln. Bitte kontaktieren Sie uns bis dahin täglich und wir werden Sie informieren, wenn das Auto verkauft oder verfügbar ist. Aufgrund der Anzahl der Interessenten gehen wir davon aus, dass dieses Auto diese Woche verkauft wird. Guter Tag. Guter Tag. Leute, ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ist das nicht heftig? Das nimmt so stark zu. Auch andere Händler rufen mich an und wollen versuchen, mir direkt schon irgendwas anzudrehen. Das, was sie nicht weiterkriegen. Also die Wirtschaft im Autohandel verändert sich dermaßen brutal und eben diese Betrügereiversuche, die nehmen so exorbitant zu. Ja, da muss man wirklich auf der Hut sein. Und deswegen bin ich so frei und informiere hier in meinen Videos drüber. Könnt mir, wie gesagt, gern eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und jetzt zurück in die Halle zu meinem schönen C63 AMG.
Da werden wir jetzt das Saugrohr ganz gemütlich ausbauen. Ich habe mir hier ein schönes Edelstahltischchen gerichtet, wo ich alles drauflegen kann. Und hier bin ich schon dabei, die Einspritzdüsen, die habe ich jetzt schon mal rausgenommen. Hier hinten habe ich schon mal das Schläuchlein hier abgezogen. Ich habe natürlich gestern schon hier die Ansaugbrücke, die Luftfilterkästen und hier diese Luftzuleiter ausgebaut. Dann müssen hier 4 Stecker runter und natürlich jetzt von jeder Einspritzdüse den Stecker natürlich auch runter. Ich schaue mal hier an, also von Öl ist da überhaupt nichts zu sehen. Das ist ja das Lustige. Ich weiß nicht, was mir da Mercedes erzählen wollte, aber ich werde mir das genau anschauen. Aber Priorität ist jetzt erstmal der Ausbau von dem Saugrohr. Die Einspritzung habe ich jetzt mal hier einfach auf die Seite gelegt. Das ging wunderbar raus. Die Dichtungen und die 10 Schrauben hier habe ich natürlich neu bestellt. Ebenso auch die Kurbelwellengehäuse, Entlüftung und die muss man hier mit einer Schraube lösen. Dafür braucht ihr übrigens ein T30 und für die Schrauben hier braucht ihr ein T45. Und dann kann man die, wenn man die Schraube draußen hat, einfach wunderbar hier hinten so abziehen. Einfach mal so hängen lassen. Hier seht ihr das genauer. Und dann ist es halt wichtig, hier diese 10 Schrauben, 5 auf der Seite, 5 auf der anderen Seite, einfach mal aufzumachen und das Saugrohr dann rauszuheben. Die Schrauben habe ich übrigens neu bestellt, 10 Stück. Das sind ganz leichte, schöne Aluschrauben. So, das Ding ist schon mal so gut wie draußen. Ich muss hinten noch 2 Verbindungen wegmachen. Einmal hier unten noch ein Stecker. Und einmal noch hier dieses Schläuchlein. Und gleichzeitig können wir ja dann hier die Kurbelwellengehäuseentlüftung abmachen, weil die werden wir sowieso erneuern, komplett. Und so seht ihr es besser. Das ist dann das Letzte, was man runter macht. Da muss man hier die Schelle lösen und dann kann man hier das wunderbar rausziehen. Das gute Stück ist jetzt draußen. Die werden wir dann auch mal aufmachen und reinschauen, dass wir da eventuell ein Leak sehen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich finde diese Ansaugbrücke, also die ist hier schon mal abgedichtet worden, glaube ich. Die war schon mal offen, ich bin mir nicht sicher, kann aber auch von Werk sein. Die sieht soweit. Mein Dreck ist ganz normal, aber da ist keine Korrosion, das haben die gern mal. Aber die sieht soweit hier, ja, die sieht echt gut aus. Schauen wir mal hier, was hier ist. Ja, das ist ganz normal. Oberflächenkorrosion, aber da ist nichts. Das ist ganz normal. Alles ganz, ganz normal. Das sieht alles richtig gut aus. Das sieht hier alles ganz, ganz normal aus. Machen wir mal die alten Dichtungen weg. Da haben wir neue bestellt. Hier, zack und weg damit. Alles schön gecovert. Ich werde jetzt hier das V innen drin mal ein bisschen schön sauber machen, wenn man schon das Ganze offen hat. Und jetzt sieht es doch schon bedeutend besser aus. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal alle Stecker durch, um das zu widerlegen, was mir Mercedes hier behauptet hat. Ich hätte Öl im Kabelbaum. Also da ist überhaupt nichts. Die Stecker, die sind furztrocken. Furztrocken. Alle. Ich hatte auch im letzten Video die Lambda-Sonden unten gefilmt. Also hier ist kein Tropfen Öl. Gehen wir mal weiter, schauen wir hier noch. Und dann schauen wir hier noch rein. Alles super. Auch hier unten, da ist nichts an Öl. Das ist furztrocken. Das passt alles einwandfrei. Dann schauen wir uns noch den Stecker an. Alles super trocken. Ja, über manche Fachwerkstätten, da möchte ich mich gar nicht länger drüber auslassen. Also wenn man nicht gerade Bremsscheiben oder Bremsklötze oder irgendwas Plug and Play tauschen muss, man verdient schnell sein Geld. Bei sowas, da sind die also völlig überfordert. Also ich finde, das V sieht jetzt wieder richtig schön aus. Die Stecker sind alle trocken, das war mal wichtig zu sehen. Und jetzt gehe ich mal an
das Saugrohr. Ich habe mir das jetzt hier mal so gut wie es geht sauber gemacht, dass mir da nicht viel Dreck rumfliegt. Und jetzt mache ich hier mal die Schrauben auf und werde mal schön die Klappen innen anschauen und gucken, was da drin Sache ist. So, dann schauen wir mal, ob wir das aufkriegen hier. So. Jawohl. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist es dann wichtig, dass man das hier löst und nach innen reingibt. So wie ich das jetzt hier mache. Weil dann kann man die... Seht ihr das? So, und dann kann man das nämlich hier hochnehmen und das hier so durchführen. So. Schauen wir mal. Jawohl. Und so sieht es hier drin aus. Hier haben wir die schönen Drosselklappen. Schauen wir mal. Das werden wir auch ausbauen und wir werden uns die Trallklappen auf jeden Fall anschauen. Die bewegt sich einwandfrei, aber ich vermute, dass da drin irgendein Problemchen ist. So, dann kann man hier das so wunderschön durchziehen, gucken, dass da kein Dreck reinkommt, dann kann man das mal weglegen. Aber man kann auch mal schauen, ob hier irgendwo ein Loch drin ist, dem ist nicht so. Also die sieht noch richtig gut aus. Also hier ist es oftmals, dass es irgendwo durchkorrodiert ist, aber diese Abdeckung hier vom Saugrohr unten, das sieht alles ordentlich aus. Natürlich müssen wir dann später die Dichtung neu ersetzen. Das hat auf jeden Fall schon mal jemand offen gehabt. Und ich vermute, dass da drin auch der Haken liegt. Also, dann machen wir hier auch noch auf. So. So, dann nehmen wir das hier auch mal raus. So, das können wir dann auch schön sauber machen. Das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Dann schauen wir jetzt mal hier rein. Das sieht aber meiner Meinung nach alles soweit ganz gut aus. Das heißt, wenn ich hier vorne das hier bewege, da ist nichts abgebrochen. Das funktioniert eigentlich. Während ich das Gefühl habe, dass halt hier diese Saugdose nicht richtig anzieht. Aber unabhängig davon werde ich, um ganz sicher zu gehen, das Saugrohr, das ist ein neueres und von einem Motor, wo ich weiß, der ist gelaufen, bevor der Motor ausgebaut worden ist. Und ich werde vorsichtshalber dieses Saugrohr einbauen, um totale Gewissheit zu haben, um Stück für Stück die Fehler auszuschließen. Und hier haben wir ja dann auch gleich noch eine neue Glocke dabei. Das heißt, das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Und geschwitzt habe ich heute schon wieder genug. Wir haben schon wieder 37, 38 Grad. Ich habe mir zum Glück ein bisschen hier meine Klimatisierung anmachen können. Aber ich bin jetzt schon mal sehr gut und sehr weit. Das war für mich heute einfach mal wichtig, dass wir hier mal in diese Ansaugung reinschauen und auch die Trallklappen und das Innere uns genau mal anschauen und wie es so schön ist. Und ihr werdet mich jetzt dafür hassen, aber Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Video.